das Ambiente, die Lage des Restaurants eingebettet in die BMW-Welt. Vom ganzen Auftritt her ist es schon was Spezielles. Das Besondere an der Firma Alpina Wein ist einfach, dass sie große Fachkompetenz ausstrahlt. Kompetente Mitarbeiter hat, ein großes Portfolio an sehr reifen Jahrgängen präsentieren kann. Und es ist natürlich für uns als Gastronomen ganz toll, darauf zurückgreifen zu können. Also wenn ich einen reifen Jahrgang, einen reifen Wein brauche, dann ist das Erste, an was ich denke, an die Firma Alpina. Alpina Weine habe ich eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren kennen und schätzen gelernt und begleiten mich seit vielen Jahren in den verschiedenen Küchen, wo ich gearbeitet habe. Wir haben mir das Restaurant dann am Februar 2013 eröffnet. November 2013 kam schon der erste Stern und ein Jahr später der zweite, und das war schon eine ganz große Geschichte. Und das Wesentliche in meinen Augen ist letztendlich nicht zu viel auf den Teller zu bringen, sondern sich auf die Produkte einfach zu konzentrieren und aus denen halt letztendlich den möglichst besten, optimalen Geschmack herauszuerzielen. Also zum Shorttrip von Bobby Breuer passt Montivero 2009 ganz, ganz hervorragend, weil Montivero ein Wein ist, der Kraft hat, der Fülle hat, der eine gewisse Gerbstoffstruktur hat, die wir im Endeffekt für dieses geschmorte Shorttrip und das kurzgebratene vom Beef unbedingt brauchen. Ein Wein, der satte Tanninstruktur hat, der eine satte Frucht nach Johannisbeeren, Pfeffer, Zedernholz, Zigarre, eine gewisse Röstaromatik mitbringt. Das ist natürlich zu gegrilltem Fleisch, aber auch zu geschmortem Fleisch eine ganz, ganz tolle Kombination. Die Aufmerksamkeit, die Montivero eigentlich in Deutschland nun hat, ist sicherlich auch Alpina zu verdanken. Wein ist Leidenschaft pur, Wein ist Vergnügen, Wein muss Spaß machen, Wein darf nicht dogmatisch gesehen werden, das Ganze drumherum, das sollte nicht so dogmatisch sein. Wein muss Spaß machen, Wein ist Leben.